Rasten. Aufsteigen. So, einmal. Nee. Ein Punkt in Zauberei. Dann haben wir 4 Slots. Und können. Bodenlose Kiste. Blödsinn. Zauberei einstimmen. Also erstmal hätte ich gerne hier meinen Blitzspeer. Und da hätte ich gerne Rückkehr drin. So. Ah ja, die bodenlose Kiste noch. Gut. Getrockneter Finger. Hier ist eigentlich nichts drin. Hier auch nicht. Hier können wir gucken. Alter, das Turmschild kann weg. Das können wir erst recht nicht tragen. Stachelzilt haben wir auch nur einmal bis jetzt. Schädellaterne, Torul und Talisman können beide weg. Pyromantieflamme kann erstmal weg. Dämonenbeschleuniger, Olasib-Beschleuniger, den lassen wir mal. Langbogen natürlich. Das müsste es eigentlich gewesen sein schon. Ach nee, wir haben noch eine zerbrochene Schwertklinge oben. Und das Obsidian-Großschwert. Dieses Großschwert ist eine der seltenen Drachenwaffen und wurde aus dem Schwanz des einäugigen schwarzen Drachen Kalamet, dem letzten der alten Drachen, geformt. Die mystische Kraft ihrer Obsidian-Klinge wird entfesselt, wenn sie mit beiden Händen geführt wird. Kann also auch weg. Das müssten wir hier demnächst die Materialien finden, um es aufs 10 zu bringen, der Vollständigkeit halber. Graue Brocken haben wir nur einen. Graue Scholle haben wir eine. Was ist mit roter Brocken? Haben wir 4. Damit könnten wir schon mal ein bisschen aufwerten. Funkeltitanit, Drachensteine. Bodenlose Kiste. Das heißt, ich werde mal kurz mein... Nö, das lasse ich mal. Dafür brauchen wir, glaube ich, 5 insgesamt. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Hier rüstungsmäßig. Sonnenlichtmade kann mal weg. Das ist meine Ausrüstung. Und ganz weit oben müsste irgendwo das Kettenhemd noch sein. Oder die Kettenhose, was für ein Teil auch immer es war. Das müsste ziemlich weit so oben zu finden sein. Rittersachen, damit sind wir geschaltet. Genau, Ketten. Gamaschen. So. Gut, jetzt würde ich mich gerne zur Tochter des Chaos teleportieren. Bei Azalev lassen wir mal kurz. Oder auf längere Dauer, besser gesagt, lassen wir Azalev mal sein. Hier kurz rasten. Gut. Oh, ich habe euch ja auch noch gar nicht Kalamets Ring gezeigt. Ring des Unheils. Ein Ring verzaubert von dem orangefarbenen Auge des Kalamet, dem Unheilsbringer. Verdoppelt den von seinem Träger erlittenen Schaden. Ein nutzloser Ring, der keinen Finger ziert. Sollte am besten gut versteckt bleiben. Also ja, das ist ein verfluchter Ring. Wenn wir den tragen, nehmen wir doppelten Schaden. Das macht hätte auch übrigens Kalamets böses Auge gemacht, wenn er uns damit erwischt hätte. So. Auf Rückkehr umschalten. Denn jetzt will ich ganz kurz versuchen, die jetzt 3 verbliebenen Sonnenlichtmedaillen zu bekommen. Ich möchte nämlich jetzt erst einmal lose Enden abknüpfen. So, dazu springen wir einfach hier runter. Ich will ein paar lose Enden abknüpfen, dass wir uns dann um Lost Isolif kümmern können. Und dann um, um den Boss im Finsterwurzgarten, der den Gegenstand bei sich trägt, mit dem wir den Abyss können, dass wir die 4 Kings töten können. Und dann bleibt eigentlich nur noch das Drachental und das und dann das große Ende übrig. Aber bis dahin erstmal gucken, dass wir auf 10 Sonnenlichtmedaillen kommen. Und ich überlege mir noch, ob ich das Zeitraffern werde.
Okay, da ist schon mal eine. Da sind es ja nur noch zwei. So, und hier sind garantiert auch noch irgendwo solche Kriecher. Das Blöde ist, dass sie einem bei einem weghüpfen. So, es fehlen noch zwei Sonnenlichtmedaillen. Kommst du her? So. Du? Übrigens sei da auch nichts. Und ich habe genau gesehen, dass da noch einer lebt. So. Aber leider nur eine Sonnenlichtmedaille. Deswegen Rückkehr. Ja, zum letzten Leuchtfeuer zurückkehren. Das ist nämlich die einfachste Art, die Sonnenlichtmedaillen zu farmen. Und ich werde mal sehen, ob ich das dann am Ende rausrendere. Sind ja nämlich nur noch zwei. Was heißt rausrendern? Ja, toll. Ich bringe jetzt schon Worte durcheinander. Ob ich es rausschneide oder ob ich es... Seht ihr, da fällt mir gerade das passende Wort nicht ein. Raffern. Ob ich es zeitraffern werde oder ob ich es nur kurz so drin lassen werde. Weil es ja nicht lange dauert. Hoffentlich. Wobei ich im Let's Play ziemliches Glück habe mit den Drop-Chancen. Wow. Naja, zum Glück halte ich einiges aus. Dumm. So. Und du hast nichts gehabt. Hast du was? Nein, auch nicht. Du? Du bist mutig, du hast vielleicht was dabei. Nope. So leer. Zu dir komme ich gleich so leer. Okay, ist ein gut, schon mal ein guter Grund, es nicht raus zu zeitraffern, wenn Solaire da sitzt. Solaire ist nämlich der Hauptgrund, warum ich überhaupt den ganzen Farn gemacht habe mit dem sind die anderen wieder zurück abgehauen? Eine jedenfalls. Aber irgendwie keine dabei, die was droppt. Nein, dieses Mal kein Drop-Glück gehabt. Aber reden wir mal kurz mit Solaire. Was it all a lie? Have I done this all for nothing? Oh, my dear son. What now? What should I do? My son. My dear, dear son. Ja, Solaire ist am Verzweifeln, weil er seine Sonne nicht findet. So. Die haben wir ihm nämlich sozusagen geklaut. Hätten wir nämlich das nicht gemacht, also hätten wir den Eid nicht genommen, wären nicht durch die Wand gegangen und hätten die Sonnenlichtmade an uns genommen, hätte Solaire sie gefunden, sie aufgesetzt und ja, die Made hätte seinen Kopf gefressen und er wäre auf uns losgegangen. Wir hätten ihn töten müssen. So haben wir Solaires Leben gerettet. Fürs Erste. Und wir haben dafür gesorgt, dass er weitermacht. Ja. Und zu welchem Ende das führt, das werden wir nachher noch erfahren, wenn es denn soweit ist. Ich brauche jetzt erst einmal zwei Sonnenlichtmedaillen. Nummer 1.
So. Wäre eigentlich schon schön und nett, wenn ihr mir Sonnenlichtmedaillen geben würdet. Und dass ich das nicht die ganze Zeit machen muss. Ah, komm, stirb. Ein roter Brocken. Aber hey, das ist der letzte rote Brocken, den wir brauchen. Und ja, die können auch ganz, ganz selten rote Brocken droppen. Aber ihre Dropchance für Sonnenlichtmedaillen ist, soweit ich weiß, höher. Ey, nicht hier schummeln. Gut, eine fehlt noch. Warum ich jetzt auch immer gerade gerastet habe, das war sinnlos. Denn jetzt geht es nämlich erstmal wieder abwärts. Letzte Sonnenmedaille besorgen. 10 Stück brauchen wir nämlich, um den Eid auf Rang 2 zu bringen. Beziehungsweise auf Rang 1. Und weiter müssen wir den Rang gar nicht hochbringen, weil dann gibt es gar nicht mehr. Beziehungsweise es gibt schon noch was, aber dafür brauchen wir keine Sonnenlichtmedaillen. So, also wieder hier runter und hoffentlich dieses Mal die letzte Medaille abgreifen, dass wir das Gebiet dann hinter uns erstmal lassen können. So. Du hattest schon mal keine. Es ist gut, wenn sie sich an der Tür verhaken. Okay, von den Vieren auf der Seite hatte schon mal keiner was. Ich möchte gern dich da anvisieren, da du dich da so schön verkanntest. Letzte Sonnenlichtmedaille, sehr schön. Dann hat sich das hier schon mal erledigt für uns. Und für den nächsten Schritt müssen wir an einen uns bekannten Ort gehen. Teleportieren, nämlich in die gemalte Welt von Ariamis. So, hier kommt nämlich das nächste, was wir brauchen. Da lassen wir gleich mal den goldenen Ring an. Komm, stirb. So, ihr beide auch. Wir müssen nämlich jetzt erst einmal hier hoch. Und jetzt müssen wir etwas ziemlich Dämliches machen. So. Die auf der Seite können wir ignorieren. So, die töten. Schluck nehmen. Wir haben ja genug Flakons. So. Dich töten. Zweihändiger Motus. Und die Krähen anlocken. So. Genau, die droppen nämlich Andenken der Vergeltung. Von denen wir auch noch mal 10 Stück brauchen werden. Alles der Vollständigkeit halber. So. Mache ich das auch gleich mal als nächstes hier. Kann bei dieser Aktion auch gleich noch Menschlichkeit sammeln. So. Dich weg.